Menschen in München mit Jörg van Hofen. Hans-Jürgen Buchner, wie fühlt sich das an auf einem 500 Jahre alten, was ist das? Ein Cembalo. Ein Cembalo, gell? Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, es ist, wenn man bedenkt, dass die früher schon solche Drähte gemacht haben, vor 500 Jahren, ist das unglaublich. Und überhaupt die ganze Mechanik und alles, muss ich sagen, großer Respekt. Und dass das jetzt immer noch da ist und noch nicht kaputt gegangen ist und so lange halt. Es ist schon unglaublich. Sie haben ja auch 160 Quadratmeter an Musikfläche, ne? in Ihrem ja, Studio. Ja, mindestens. Sieht das dann so ähnlich aus wie hier? Ich meine, das ist ja, Sie können das ja dann quasi ja, Deutsches Museum Nummer 2. Nein, da sind halt Musikinstrumente aus aller Welt. Da ist ja Cembalo. Aber ich habe ja das auch in verschiedene Räume verteilt. Aber im Grunde genommen, mein Hauptstudio, das ist schon so groß und da stehen halt Flügel, Synthesizer, indische Trommeln, afrikanische Tempeltrompeten, Gamelan-Orchester und so weiter. Aha. Okay, dann können wir mal hier ein bisschen rumgehen. Dann nehme ich mein Getränk mit. Wenn man bedenkt, das kann ich ja jetzt in die Kamera rein sagen, ja. Wenn man bedenkt, dass dieses Instrument 500 Jahre alt ist und diese Plastikflasche aus der Neuzeit fast genauso lang hält, nämlich mindestens 400 Jahre, muss man sagen. Die haben das hinterlassen und wir hinterlassen das. Da kommt der Umweltaktivist in Ihnen durch. Genau. Wie ist denn das überhaupt? Also wenn man sich das so anguckt, früher der harte Franz Josef Strauß-Gegner und heute befreundet mit Edmund Stoiber. Wie passt das zusammen? Befreundet ist zu viel gesagt, der Edmund und seine Frau sind große Heinlein-Fans. Aha. Wahrscheinlich, weil ihnen die Musik gefällt. Und da kann man also nichts dagegen sagen. Zum Beispiel Maler war, ja, und da Jenny Büttel malen und dann da der Edmund sagen, Mensch, die Büttel gefallen mir, dann ist das auch wunderbar. Oder ist das die Umarmung des früheren Feindes? Und der einen so dann auch nicht mehr so gefährlich werden kann? Im Grunde genommen ist es so, ich hätte mir natürlich früher niemals gedacht, dass ich mit den Spitzen der bayerischen Regierung gut bekannt bin. Ja. Auch mit Erwin Huber und so weiter, obwohl der ganz andere Ansichten verfolgt wie ich. Aber es ist interessant, wenn man die Menschen kennenlernt, weil man ja auch mit ihnen spricht. Und ich finde halt, dass das ganz gut ist, wenn ich da einer meine Meinung sage, weil manchmal, wir waren zum Beispiel in Kanada und haben da gespielt, da war der Stoiber dabei und viel von der Staatsregierung und da waren wir hinterher fast jeden Tag in der Hotelbar miteinander und da habe ich dann meine umweltmäßigen Ansichten kundgetan und da haben viele zu mir gesagt, Mensch, red doch einmal mit dem. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der müsste doch das wissen. Dann hat es geheißen, na du, wenn du mit dem redst. Also irgendwie ist ganz lustig, wenn man... Der Edmund Stoiber war ja sozusagen, der Franz Josef Strauß hat ja dem Edmund Stoiber ja, alles beigebracht. Ja, mit dem sind sie ja auch im Gebirge da die Salzstraße entlang gegangen. Ja. Ne? Ja, genau. Und deshalb so einer, der dagegen so gekämpft hat wie Sie, ja, sich da jetzt sozusagen im Frieden befindet. Es ist ja auch so, die Grünen haben ja dieselben Ansichten im Grunde genommen wie ich. Und mit denen redet er ja auch. Und zum Beispiel die Barbara Stamm, deren Tochter ist eine Grüne. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist der Feind, weil der anders denkt. Ich denke so, dass ich die Welt erhalten will, auch für unsere nachfolgenden Generationen. Und die anderen denken nur an die Wirtschaft. Aber die Wirtschaft ist halt für die Welt was Verderbliches. Würden Sie aber doch sagen, dass da auch bei Ihnen so ein Prozess stattgefunden hat? Also wir können mal in die Richtung ein bisschen... Ja. Bei mir hat natürlich so ein Prozess stattgefunden, weil wie ich vor 33 Jahren mit der Musik begonnen habe und auch vorher schon im Bund Naturschutz dabei war, natürlich ein sehr großer Revoluzzer war
und ich mir nie gedacht hätte, dass ich die Menschen überhaupt einmal kennenlerne. Würden Sie sagen, dass so eine gewisse Altersmilde auch entstanden ist? Mei, ich bin ja noch nicht alt. Nö. Mit 70, also, das ist ja das neue 40, gell? Naja, also Altersmilde, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das eine Möglichkeit ist, dass man ja seine Gedanken doch weitergeben kann. Und es wäre doch viel schlimmer, wenn ich jetzt mit den Leuten kategorisch einfach ablehnend nicht reden würde. Und so kann ich wenigstens meine Gedanken an Menschen weitergeben, die ja auch ein Hirn im Kopf haben. Und die auch dann sagen, Mensch, ja, im Grunde genommen hat er recht, wenn sie wenigstens das sagen. Ja. Weil die fühlen das innerlich schon. Aber es war doch damals so in den 60er und 70er Jahren eine andere Auseinandersetzung mit der Politik, nicht? Also wenn man sich auch heutzutage so Politiker anguckt, was die für früher für Positionen vertreten haben, da kann man sich den einen oder anderen ehemaligen Oberbürgermeister von München auch angucken, wie die dann auch, ich will nicht sagen stromlinienförmig geworden sind, aber sich doch so den Realitäten mehr zugewandt haben. Ja, und wir zum Beispiel, die Politiker, auch früher mit solchen Wirtschaftsgegnern umgegangen sind, wie zum Beispiel der Strauß gesagt hat, WAA, da war ja ich dabei bei der Demonstration gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, der hat uns ja als Schmeißfliegen bezeichnet. Ne? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das kann man sich schon vorstellen, aber es ist nicht mehr so. Ja. Ich hoffe, dass es nicht wieder so wird. Ja. Jeder hat jetzt eine gewisse Political Correctness hier. Ja. Sie sind ja nun auch, also da Sie ja jetzt, okay, mit in Ihren späten 30er Lebensjahren haben Sie sozusagen sich als Musiker profiliert, gleich das erste Album, riesiger Erfolg. Sind natürlich auch alles schon gefragt worden, was man sich vorstellen kann. Nicht? Also können Sie sich überhaupt noch vorstellen, dass man in einem solchen Gespräch, wie wir beide das jetzt führen, dass Sie da noch eine neue Frage gestellt bekommen, die Sie in den vielen Interviews, die Sie gegeben haben, noch nicht gestellt bekommen haben? Ja, im Grunde genommen ist ja eigentlich jede Frage wieder neu, weil ich antworte ja auch, ich habe ja das nicht auswendig gelernt, was ich darauf antworte, sondern ich antworte ja auch spontan. Und insofern, ich meine, es ist ja klar, was will man mich schon fragen, oder wenn ich in ein Museum gehe, dann heißt es auch, da ist ja immer dasselbe drin, wenn ich öfters reingehe. Das ist natürlich ganz nett gesagt, da freut man sich, dass wenn man so... Aber ich hab mir viele Ihrer Interviews angeguckt und da gab es dann doch die eine oder andere Doublette, lässt sich ja nicht vermeiden. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt muss ich mir mal ein paar Fragen ausdenken, die er vielleicht in der Form so noch nicht gehabt hat. Also bevor ich jetzt hier Ihnen die Fragen stelle, von denen ich glaube, dass Sie... Also auf jeden Fall habe ich sie noch nicht gesehen, dass sie Ihnen gestellt wurden. Erst noch mal dieses Heindling, ja, haben Sie das eigentlich völlig von Ihrem Namen separiert oder kommen viele auf Sie zu und sagen, hallo Herr Heindling? Kommen ganz viele. Kommen viele, oder? Ja, und das macht mir auch nichts aus, weil es einfach mittlerweile nach 33 Jahren immer erstens einmal daran gewöhnt habe und zweitens einmal mein Künstlername ist. Aha. Und ach, ist Heindling auch Ihr, naja, das ist der Name der Band? Nein, das ist das Dorf, wo ich wohne. Ja. Das heißt Heindling. Und die Band? Die heißt auch Heindling. Ja, ist auch Heindling, genau. Genau. Aber das ist nicht jetzt Ihr persönlicher Künstlername? Mittlerweile ist das mein Künstlername. Weil Sie ja eigentlich auch die Band sind und alles sozusagen selber... Ja, klar. Ach so, Sie meinen, Heindling ist die Band. Heindling bin ich. Aha. Und die Band und alles, was musikalisch passiert. Aha. Also wenn ich zum Beispiel Filmmusik mache, dann steht zwar manchmal dort Hans-Jürgen Buchner Heindling, aber meistens steht nur dort Heindling. Aha, denn ich meine, die Beatles heißen als Gruppe Beatles und dann gibt es Ringo und aber es George. Ist ja so, dass wir im Grunde genommen für die Live-Konzerte eine Gruppe sind und für meine Kompositionen und für meine Tonträgersachen wie Filmmusik oder CDs bin ja ich allein in meinem Studio, weil ich ja alle Instrumente selber spiele. Und auch selber aufnehmen. Und auch selber aufnehmen. Also jede Spur ein anderes Instrument. Genau. Und ist denn das dann nicht eigentlich auch... Mal interessant mit anderen, also wenn man sich so Bands anguckt, die zusammen komponieren, da würde vielleicht bei Ihnen noch mal was ganz anderes rauskommen, bestimmt oder? Was ganz anderes, aber nicht Heindling-typisch. Und, ja, wir haben es ja schon probiert und es ist ja nicht so, dass wir uns nie treffen. Wenn ich zum Beispiel eine neue CD mache und es geht mir
irgendwie ein echtes Schlagzeug ab oder so, dann mache ich das natürlich mit meinem Schlagzeuger in dem Studio von unserem Keyboarder. Aha. Aber grundsätzlich mache ich meine Sachen daheim. Und wenn wir dann auf Tournee gingen, dann üben wir in München die Sachen so, dass jeder, zum Beispiel der Saxophonist, meine Linie am Saxophon nachspielt, weil das ist ja dann die Heindling-Musik. Ja, also dem können Sie auch quasi die CD oder was nach Hause schicken. Genau, so machen wir es auch. Und dann kann der sich das anhören. Und wenn jetzt das so wäre, dass wir sagen, wir machen jetzt halt eine Session und schauen, dass wir gemeinsam was rausbringen für die Platten, das kann schon funktionieren. Bis jetzt hat es aber nicht funktioniert, weil das immer dann nicht, das sind nicht meine Basslinien, es ist nicht meine Saxophonlinie. Und wenn unser Keyboarder am Klavier spielt, der spielt zwar sehr gut und wunderbar Klavier, aber ich spiele anders. Sie sind da also schon sehr eigen. Das muss Nein, schon, das ich bin nicht eigen, sondern ich habe meine eigene Sprache auf dem Klavier und auf der Trompeten und am Saxophon. Und darum ist ja das, dass viele Leute sagen, wenn man nur 2 oder 3 Sekunden Heindling hört, dann weiß man, dass das Heindling ist, weil ich meine Sprache habe. Und zum Beispiel der Miles Davis, den erkennt man ja an seiner Art, Trompete zu spielen. Ja, ja. Und genauso ist es bei mir, wenn ich Saxophon spiele. Ja, ja. Das kennt man einfach und da war es ja ein Blödsinn, wenn ich jetzt zum Michael Braun, der unser Saxophonspieler und auch Keyboarder ist, wenn ich sage, Micha, spiel du das Eiweit, Leute immer sagen, ich bin so eigen. Also das war ein Krampf. Ja. Normalerweise spielt ein Musiker seine Linien ein und ich bin halt Multi-Instrumentalist und darum möchte ich auch die ganzen Instrumente selber spielen. Es ist ja, wir leben ja in einem freien Land. Ja, Sie können ja ihre Sachen so aufnehmen, ja, wie Sie das möchten. Also ich muss jetzt einmal sehen, perfekte Vorstellung vom Glück. Haben Sie die? Wie gesagt, ich bemühe mich jetzt, Fragen zu stellen, die vielleicht noch nicht gestellt worden sind. Perfekte Vorstellung vom Glück sind für mich eigentlich kleine Sachen, die andere Menschen als klein bezeichnet oder weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, jetzt im Frühling schaue ich mir gern die Vögel, ob ich die umeinander fliegen. Und da denke ich mir, die sind gesund, haben Muskeln, schwirren umeinander, freuen sich drauf, dass jetzt der Frühling kommt und dass immer nur von meiner Frau gefordert werden. Und ich sehe dahinter das Grün, was so jung und so hell ist. Und das sind für mich Momente des Glücks. Also nichts Materielles. Doch, auch was Materielles. Auch wenn ich, das ist ja gut. Wenn ich sagen wir mal, irgendwo auf einem Konzert Materielles. Ich freue mich natürlich, dass mir finanziell nicht schlecht geht und da lasst es gut leben. Und das hat auch was mit Glück zu tun. Wovor haben Sie Angst? Wovor ich Angst habe? Vor Verarmung? Schon, immer noch? Ja, klar. Immer noch? Ich bin auch während einem Bombenangriff geboren. Ja. Und meine Mutter ist mit mir nach der Geburt immer wieder in den Luftschutzkeller. Also ich bin 44 geboren, im Dezember noch in Berlin. Ja. Und da habe ich wahrscheinlich die Angst drin. Und ich habe auch oft Angst, wenn eine Tournee losgeht. Dann habe ich 2 Monate vorher immer ein bisschen Angst, ob da auch alles gut läuft und ob vielleicht irgendjemand krank wird und so weiter. Und wenn es aber dann losgeht, dann ist die Angst weg. Wahrscheinlich würden Ihre Konzerte nicht so gut sein, wenn Sie diese Angst nicht hätten. Wahrscheinlich und wahrscheinlich wäre ich auch nicht so ein guter Musiker, wie alle immer sagen, wenn ich nicht selber so kritisch war, sondern wenn ich da leichtfertiger umgeht mit meinen Sachen und da sagen, ah ja, das passt schon, dann war meine Musik nicht die, das ist. Welche und es gibt aber viele Musiker, die da keine Hemmschwellen haben und sehr schnell mit dem zufrieden sind, was sie machen und die haben oft großen Erfolg. Ja, ja. Also, ja, weil's, die werfen wahnsinnig viel aus und machen Platten, malen Bilder, fotografieren, sind Schauspieler. Also die machen alles, da meinst du, ja, die kennen alles. Die werfen, also ich sage immer, die werfen wahnsinnig viel aus und haben da auch noch Erfolg damit. Und ich überlege mir jede Nummer, ob der Text nicht peinlich ist oder ob ich das vertreten kann. Und das dauert oft so lang, wie jetzt zum Beispiel, dass die Leute schon ziemlich lang auf eine neue CD warten müssen. So schön. Ja, ist auch für mich schön, weil ich mittlerweile mir selber Zeit lasse und die Faulheit total genieße.
Ja. Also in meiner Abfragung wäre jetzt die nächste Frage, welche historische Figur bewundern Sie? Also da auf die Frage bin ich jetzt nicht gefasst. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die Sie so noch nicht hatten, oder? Nein, bin ich auch ziemlich sprachlos. Gibt es eine historische Figur? Ja, ich meine, es gibt historische, aber auf keinen Fall irgendwelche Menschen, die Kriege geführt haben. Wie Napoleon oder so, ist für mich absolut das Letzte. Die Tempeltrompeten habe ich übrigens auch. Welche sind das? Die tibetanischen Tempeltrompeten. Die müssen wir uns genau aber anschauen. Ist jetzt wurscht. Doch, aber wir sind ja hier, weil... Habe ich eh abgelenkt. Ja, haben es schon abgepasst. Ich frage auch gar nicht mehr nach, weil es muss ja auch keine Figur geben. Aber sagen Sie mal, welche ist denn da? Das sind tibetanische Tempeltrompeten. Aha. Die sind so zum Zusammenschieben. So ein bisschen wie Alphörner, oder? Ja, so ein bisschen. Bloß das Mundstück ist ganz anders, darum kommt ein anderer Ton raus als bei den Alphörnern. Okay. Das kracht mehr, weil das Mundstück flach ist und die Alphörner haben ein tiefes Mundstück und darum ist der Ton weich. Welche Charaktereigenschaft an sich selber mögen Sie? Ich mag, was natürlich auch wieder im Grunde genommen manchmal weniger gut ist, die Tierhirne habe ich übrigens auch ganz viele Tierhirne. Sie können jetzt mal von sich schwärmen. Ja, ganz viele Tierhirne daheim. Nein, also ich mag gern, dass ich gern meine Ruhe habe und dass ich nicht unbedingt einen Ehrgeiz habe, dass ich, also ich lasse gern Sachen auf mich zukommen. Aha. Und das ist auch bei mir im Leben bis jetzt immer gut gewesen. Gibt es eigentlich einen Wettbewerb unter den bayerischen Musikern, dass man da vielleicht guckt, der ist ja jetzt einen Schritt vor mir und ist bekannter als ich? Oder? Ja, mei, es gibt auch unter den Maler, die wissen auch, der Mese ist jetzt bekannter als ich oder irgendwas. Aber was ich auch noch dazu sagen möchte, Wettbewerb ist was ich zutiefst hasse. Mhm. Also ich darf niemals einen Bandwettbewerb oder irgend sowas mitmachen, weil mir das so an die Schule erinnert, wer da der Bessere ist und das darf ich nicht mitmachen und darum mag ich auch keinen Wettbewerb. Und natürlich... So, solche, wie sie im Fernsehen immer laufen. Ja, ne? Unmöglich. Oder auch Tennis spielen oder Tischtennis. Ich spiele ja nicht, ich bin ein unsportlicher Mensch, aber wenn ich zum Beispiel einmal Tischtennis spiele, dann wird da auch nicht gezählt, sondern da wird nur gespielt. Das erinnert mich an die Schule, auf die meine Frau gegangen ist. Da gab es keine Wettbewerbe. Ah, ja. Was war das für eine Schule? In New York ist das eine Schule. No competition, also die haben keine Wettbewerbe. Bin ich gar nicht nochmal so blöd. Naja, überhaupt nicht. Also das, auf der anderen Seite wird es viele jetzt geben, die sagen, die ganze Welt besteht aus Wettbewerb und wenn man sich dem nicht stellt, dann ist man nicht tauglich. Ja, die ganze Evolution ist Wettbewerb, aber die Evolution hat im Grunde genommen auch nicht immer recht. Das sieht man ja jetzt, wie die Evolution den Menschen überflügelt, nämlich die technische Evolution, weil wir sind ja immer noch im Steinzeitmodus. Wir sind ja immer nur Sammler und Jäger und in Wirklichkeit hat uns die Technik so weit schon überrundet gehirnmäßig, dass wir nicht mehr damit umgehen können. Und das sieht man ja an dem, was in der Welt passiert. Ich habe zum Beispiel gestern gesehen, dass mehrere Millionen Giftgas, mehrere Millionen Tonnen Giftgas in der Welt lagern, die noch nicht einmal vernichtet worden sind. Und es ist ganz schwer, ist das zu vernichten und ganz teuer. Zum Beispiel die Japaner müssen die Chinesen, weil die haben ganz viel Giftgas zu den Chinesen gebracht. Und da sind sie jetzt dabei, das zu vernichten. Und es sind Hunderttausende von Tonnen und sie schaffen aber nur 50 Kilo am Tag. So gefährlich ist es. Und dann frage ich mich, warum habe ich überhaupt dann so viel Giftgas hergestellt? Oder Tellerminen. Tellerminen werden einfach irgendwo von den Militärs ausgestreut und wenn der Krieg vorbei ist, dann hauen die ab und die brauchen nicht einmal Buch führen darüber, wo sie die Minen. Also das ist für mich unverständlich. Ich frage mich eh in letzter Zeit immer, was der Mensch für ein unmögliches
Grausames. Also wenn er die Möglichkeit hat, grausam zu sein, dann ist er grausam. Lesen Sie überhaupt noch Zeitung? Ja. Das schon. Tageszeitung. Tageszeitung. Und da ärgert er mich aber auch. Das denke ich mir. Weil das ist ja. Und solche Instrumente haben Sie natürlich auch. Ja. Trompete. Das habe ich nicht, aber das habe ich in einer anderen Form. Aha. Und, aber da, sonst habe ich das alles, natürlich. Haben Sie denn eigentlich immer, wenn Sie komponieren, so grundsätzlich was im Kopf, dem Sie dann gerecht werden wollen mit diesen ganzen Instrumenten? Oder entwickelt sich das? Nein, ich habe manchmal so richtige Vorgehensweisen, wo ich mir sage, jetzt mache ich was. Manchmal sage ich sogar, jetzt suche ich mir Instrumente aus, die scheinbar überhaupt nicht zusammenpassen. Aha. Extra, dass was Neues rauskommt. Und da gehe ich dann vor und das sind dann immer lustige Sachen, aber normalerweise gehe ich halt gruppenmäßig vor, mache ein Blasinstrumentenstück oder mache ein Keyboardstück oder mache ein Percussionstück oder so halt. Okay. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Und haben sich so, ich weiß nicht, so in Afrika oder in Brasilien oder Ägypten. So. Ägypten. Und Thailand und Sri Lanka. Und haben da auch Musik gemacht? Der Sri Lanka-Trommel. Ja. Ja, und hab da auch. Ich will jetzt da nicht so fest draufhauen, weil man die eigentlich da zwischen die Füße hat. Ja. Die sitzen immer am Monopterus im Englischen Garten, gell, mit ihren Trommeln. Ja, ja. Da wird immer ganz schön viel gespielt. Ja, also das ist echt die Pauken. Ja. So eine antiquarische Pauke habe ich auch daheim. Aha. Und haben Sie die dann angeschlossen? Nee, das Mikrofon haben Sie da dran, gell? Und, wenn nein, Sie, da habe ich. Ja, ja, wenn Sie dann stehe ich ein Mikrofon hier. Inspirieren wir Sie jetzt gerade für einen neuen Song und dann werden Sie sagen, das ist das deutsche Museumslied, was ich 2015. Ja, wenn ich den Auftrag kriege, ein deutsches Museumslied zu machen, dann darf ich es machen. Die brauchen mit Sicherheit ein Lied. Ja, dann mache ich eins. Ich brauche immer Aufgaben. Das ist übrigens auch was noch, was ich sagen wollte, vorher so von den Eigenschaften, dass ich ein Mensch bin, der eine Aufgabe braucht, weil wenn er keine hat, also wenn ich zum Beispiel eine CD mache, da wo einer sagt, ja, du kannst du so viel Zeit lassen, wie du willst und so, dann wird das ewig dauern. Aber wenn einer sagt, bis zum so und so viel muss fertig sein oder Filmmusik, dann bin ich der fleißigste Mensch. Denn Sie machen ja auch viel Filmmusik. Ja, ja. Also, und da habe ich auch mit Xaver Bogner in erster Linie. Auch, ja, und da habe ich auch noch nie irgendwie einen Termin verpasst. Wem wären Sie in Ihrem Leben am liebsten nie begegnet? Gleich wieder schwierig. Weil wenn ich jetzt Adolf Hitler sage, dem Sie begegnet sind, dem Adolf Hitler sind Sie ja nicht begegnet. Ja. Nein, zum Glück nicht. Der also Mann, wem ich begegnet bin? Gibt es da Leute, denen Sie begegnet sind, denen Sie lieber nicht begegnet wären? So extrem nicht. Weil ich war zwar in zwei verschiedenen Klöster. Und da hat's Leute gegeben, denen ich am liebsten nicht begegnet wäre. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich irgendwie einen Arm verloren hätte und hätte gesagt, wenn ich jetzt denen nicht begegnet wäre, dann hätte ich meinen Arm noch. Ja, aber im Kloster, da erzählen andere auch andere Geschichten. Ja, also habe ich alles erlebt und habe es aber gut, habe das Beste draus gemacht. Weil ich glaube, wenn ich nicht im Internat gewesen wäre, da herrschte ja auch so eine Hierarchie und da war es ja immer so im Internat, dass die Fußballer, die Fußball gespielt haben und die Schläger, das waren die meist angesehensten. Und Fußball spielen habe ich nicht mehr, ich habe es gehasst, Fußball spielen. Und habe auch dann immer, wenn es geheißen hat, ich muss Fußball spielen, dann habe ich mich halt ins Spielfeld eingestellt und habe gewartet, bis der Ball zu mir kommt. Und den habe ich dann ganz weit rausgeschossen. Dann haben die anderen gesagt, mit dem wollen wir nicht mehr spielen. Aber ich habe dafür die Musik gehabt und habe im Internat auch schon mit 13 Jahren Jazzmusik gespielt und da war ich der Allerhöchste. Spielt Religion für Sie noch eine Rolle?
Die verschiedenen Religionen spielen für mich eine Rolle, aha, nämlich, dass ich glaube, wenn es viele Religionen nicht geben hat auf der Welt, dass die ganze Sache ein bisschen einfacher ablaufen hat. Aber wir sind halt einfach nur im Mittelalter. Das habe ich vorher, glaube ich, schon mal kundgetan. Sind Sie noch Mitglied in der katholischen Kirche? Nein, nicht. Bin ich nicht mehr, weil ich im Internat sehr oft war und ich zwar katholisch aufgewachsen bin, aber wie gesagt, auch mitunter aus materiellen Gründen ausgestiegen bin, weil ich mir gedacht habe, das, was da passiert, das muss ich nicht unbedingt noch finanziell unterstützen. Und wenn ich dann jetzt wieder sehe, was da mit dem Zebarzt von Elst war, wie da das Geld rausgehauen hat, da gebe ich mein Geld nicht her damit. Ich habe einen Glauben, nämlich meinen. Ja, klar, genau. Das ist und das, glaube ich, hat jeder Mensch, das ist kein Glauben, da wo man in den Himmel aufschaut und meint, da drum ist jemand, weil auf der anderen Seite von der Erde müsst ihr ja jetzt dann runterschauen, weil da ist ja auch der Himmel. Also der Himmel ist für mich überall. Aber diese Zeit im Kloster, da sind Sie ja auch noch in einer Zeit gewesen, wo die Medien also nicht so geguckt haben und Dinge aufgedeckt haben. Ja. Sind Sie mit Dingen da auch konfrontiert worden, die man heute so hört, die da so passiert sind? Was haben Sie da gemacht? Also ich muss sagen, ich war bei den Benediktinern in Medden. Da habe ich überhaupt keine Beschwerden, weil das war anständig. Ja. Aber ich war dann noch in einem anderen Internat, will ich jetzt gar nicht sagen, wo. Auf jeden Fall sind mir dermaßen geschlagen worden, auch mit den Fäusten und auch Blut geflossen. Und das war immer lustig, wenn wir uns zum Essen aufstellen haben müssen, dann hat es immer geheißen, aufstellen zum Essen in zwei Reihen. Und da ist oft, weil wir dann noch was geredet haben, von den Präfekten so einfach reingeschlagen worden, über die Köpfe drüber, sodass wir mir nach einer Zeit, wenn es geheißen hat, aufstellen zum Essen, sind wir so, haben wir uns so aufgestellt. Das kann man sich alles, nein, das ist wirklich, nein, unglaublich. Oder einem einen Schlüsselbund geworfen worden. Da kann ja wahnsinnig viel passieren. Ja, kann wahnsinnig. Wow. Und das sind ja eigentlich die Menschen, denen man vertrauen soll. Und die vertrauen soll, aber nicht vertrauen kann. Weil wenn ich jetzt nur darauf zurückdenke, dass wir mir zum Beispiel Präfekten gehabt haben, die uns nur vom Krieg erzählt haben. Wie sie einen Iban mit einem MG abgemäht haben. Also das, wenn ich mir heute vorstelle, dass ich das dann die Schüler erzähle, und da hat sich mir geheißen am Sonntagsspaziergang, so jetzt macht einen Kreis, dann erzähle ich euch vom Krieg. Und dann war aber das für uns so uninteressant auch, dass einer geschrien hat, Ameisen, und dann sind wir alle auf und haben dann nicht mehr, also, dann haben wir nicht mehr zuhören brauchen. Also Sie haben eine Tochter, die würden Sie die auf eine Klosterschule geschickt haben? Nein, die hätte er da gar nicht mitgemacht, weil die hat mit 15 hat die schon ihre eigene Bude gehabt. Also richtig das Kontrastprogramm von dem, was Sie erlebt haben. Was ich erlebt habe, genau. Aber das ist ja auch erstaunlich, dass Sie dann auch so sozusagen diese Drehung mitgemacht haben. Also Sie leben ja jetzt auch ein sehr viel freieres und offenes Leben. Ist Ihnen das schwer gefallen oder wodurch kam dieser Wechsel, den Sie dann auch leben konnten? Sie meinen von dem Internatsklosterleben und so weiter? Ja, weil da wurde Ihnen doch ein bestimmtes Leben eingetrichtert. Ja. Und dann hört das auf und dann plötzlich werden Sie dieser Kultmusiker. Weil, zum Beispiel ist ja schon angegangen, jeden Tag um 6 Uhr in der Früh aufstehen. Mhm. Ich habe mir gewünscht, ich möchte mal einen Beruf, da wo ich so lange schlafen kann, wie ich will. Den habe ich. Den habe ich gehabt in der Keramik, weil ich selbstständig war und habe mich jetzt als Musiker, weil ich ja ein Nachtarbeiter bin. Und auf der anderen Seite ist in mir auch der Freigeist immer schon gewesen, dass ich gewusst habe, dass ich niemals in ein Büro oder was machen. Mein Vater war Tierarzt und der war auch ziemlich angehängt, weil er da eigentlich nie richtig frei gehabt hat. Weil wenn das Telefon geläutet hat, auch am Heiligen Abend, dann hat er halt weg müssen, weil er Kur auf die Welt gekommen ist oder was. Ne? Und ich habe mir halt immer gewünscht und das habe ich jetzt auch. Gott sei Dank. Ja, mit 70, manche hören mit 65 auf zu arbeiten und dann ist Ruhe, aber diese Ruhe, die kann man sich bei Ihnen eigentlich nicht so vorstellen. Ich habe die Ruhe mit der Arbeit.
Die Ruhe mit der Arbeit. Genau. 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 Und wenn man, das wäre viel schlimmer, wenn man einem die Arbeit dann nämlich wegnehmen würde. Genau. Wenn ich bloß nur Kreuzworträtsel lesen darf, dann bin mein Vater. Ja. Machen Sie eigentlich, in Ihrer Musik, haben Sie da auch das Thema Tod mal behandelt? Gibt es da Lieder? Ich habe nicht behandelt, aber ich habe jetzt in letzter Zeit Texte geschrieben, dass irgendwann alles das letzte Mal ist. Mhm. Und das beschäftigt mich auch schon lang. Zum Beispiel bin ich vor 20 Jahren auch schon einmal draufgekommen, weil immer, wenn ich nach München fahren habe müssen, bin ich durch so ein Waldstück gefahren. Aha. Und plötzlich ist eine neue Straße gebaut worden und dann bin ich wieder nach München gefahren und auf einmal war die alte Straße gesperrt und die neue war da. Und dann habe ich mir gedacht, schon her, irgendwann ist alles das letzte Mal, weil wenn ich gewusst hätte, dass ich jetzt das letzte Mal die Straße fahre durch den Wald, dann hätte ich das ganz anders in meinem Kopf behandelt und hätte wahrscheinlich das auch mit Genuss gemacht und hätte gesagt, schau her, das fahre ich jetzt zum letzten Mal und dann nie mehr. Haben Sie grundsätzlich das Gefühl, dass in Ihrem Leben, dass Sie da irgendwas verpasst haben? Nein. Und wenn ich was verpasst habe, dann ist es mir wurscht, weil man sich da nicht ärgern darf und ich habe in meinem Leben eh so viel Glück gehabt. Also das Glück, was ich gehabt habe, ich habe zum Beispiel auch mal einen Unfall gehabt mit meiner Hand und habe da total, war die zerquetscht. Das ist ja das Schlimmste, was einem Musiker passieren kann. Ja, klar. Dann geht gar nichts. Und dann war es ja so, dass ich, da war ich noch in der Schule, also in der keramischen Fachschule. Und da war dann eine Prüfung und ich habe nichts gelernt gehabt. Und dann habe ich die Hand in Gips gehabt. Den Mittelfinger haben Sie nicht gehabt? Nein, alle. Da waren alle Fingernägel waren weg und alles. Also eine keramische Maschine, da wo Finger reingekommen sind und dann haben sie es auch noch zurückgedreht. Also war der Wahnsinn, da sieht man ja die Narbe noch. Ja. Und dann habe ich eben einen Gips gehabt und habe die Prüfungen, da wo ich nichts gelernt habe dafür, nachschreiben dürfen während dem Unterricht und da habe ich natürlich spicken können wie blöd. War das wieder ein Glück. Ja, das dann wieder. Aber haben Sie Angst vor dem Tod? Das weiß man nicht. Also ich habe Angst vor dem Schmerz. Und sagen wir mal, wenn es vorbei ist, glaube ich, ist ja dann sowieso. Dann hat man ja das Gröbste hinter sich. Ne? kommt drauf an, welche Glaubensbekenntnisse man hat. Geht es danach weiter? Nein, ist danach Schluss? Geht nicht weiter. Das will nur der Mensch, dass er nicht ganz umsonst lebt. Auf alle Fälle ist es so, es geht natürlich weiter, weil das ist ja eigentlich das ewige Leben, dass wir Menschen uns fortpflanzen. Das ist das sogenannte ewige Leben. Man weiß aber nichts davon, was man früher einmal war, wie nur die Uhr. Eltern oder was die Gene da auch wieder weitergetragen hat. Also daran, also Paradies oder so, das ist nicht Ihre Gedanken? Das ist nicht mein Ding. Ja. Es reicht mir auch so, wenn ich meine Ruhe habe und die habe ich dann. Aha. Und sagen wir mal, manchmal, wenn ich jetzt sterben müsste, dann taten mir manchmal meine Hinterbliebenen leid. Warum? Ja, weil sie dann mich nicht mehr haben und weil das Leben, zum Beispiel möchte ich jetzt meiner Frau das nicht zumuten, dass sie allein ist, weil das ist hart. Meine Mutter ist jetzt seit 25 Jahren allein und das tat mir leid. Ja, es ist schwer für Ihre Mutter. Nein, die hat sich auch damit fertig geworden. Ja, das ist es ja immer. Also eigentlich, dann kommt natürlich der Tod und dann ist eine Phase der Trauer. Aber dann ist der Mensch ja eigentlich auch so konstruiert, dass er damit dann auch umgehen kann. Dass er fertig werden muss, weil das Leben weitergeht. Ja. Und wenn es nicht weitergeht, dann bringt er sich halt um. Ja, das, ne? Oder wird krank oder irgendwas. Ja, das haben Sie ja zum Glück. Das ist ein Walzenklavier. Bitte, also ein Walzer? Ich weiß gar nicht, ob man... Nein, da ist eine Walze drin. Doch, darf man. Sie dürfen darf hier, man? Professor Heckel vom Echt? Deutschen Museum hat gesagt, Sie dürfen alles spielen, was hier steht. Ein Flügel habt ihr nicht drin, gell? Doch? Ja, das wäre mir nur lieber. Steinway. Also besser geht's ja gar nicht. Ja. Moment. Nein, lass doch. Mach ich selber auf.
Weiß man, von wann der Steinway ist? 2000. Wahnsinn. 2000. Ah, der kostet 80.000 oder so. 80.000. Okay. Ist auf jeden Fall schöner wie ein Sportwagen. und umweltfreundlicher. Und es kann einem nicht so viel passieren dabei. Können wir mal ein Lied hören, wo Sie singen? Das ist schwierig. Aber machbar. Sing. Ja, aber ich bin jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Sing, weißt du da eins, was ich singen kann? Das Leute. Echt so was Ordinäres. Hey tonight. Also, dann singe ich was. Hey tonight. Nein. Hey tonight. Nein, was Fremdes singe ich nicht. Das ist jetzt ein Eröffnungssong. Na, wenn, dann singe ich was, was überhaupt noch niemand gehört hat. Ist das okay? Ja, das ist jetzt hervorragend. Also sozusagen eine Premiere auf München TV. Ja, aber der Text ist noch nicht ganz fertig. Ich sing's einmal so weit, wie das. Ja, das ist natürlich, wie das kommt. Das ist natürlich sensationell. Es läutet die Haustierglocken, Frau Busbot vor der Haustür steht. Sie hat so viel Post, dass das alles gar nicht in den Postkasten reingeht. Drum bleibt sie lieber draußen und wart auf mich, bis ich zu ihr rauskomm. Und den ganzen Berg von Post, der nicht in den Kasten reingeht, von ihr entgegennehm. Lauter Müll, das schöne Papier, das schöne Holz, der arme Regenwald. Und dann ging's weiter. Es läutet die Kirchenglocken, der Pfarrer vor der Haustür steht, der Pfarrer vor der Kirche steht. kann ich jetzt nicht mehr auswendig, so ungefähr. Er kommt gar nicht mehr zurecht, weil ihm das so auf die Nerven geht, wie es auf der Welt zugeht. Der Pfarrer. Der Pfarrer. Dann schaut er in den Himmel auf und denkt sich, was ist das für eine Welt? Naja. Und so weiter. Wann kommt die CD raus? Weiß ich nicht, das ist ja das. Aber kein Zeitdruck, oder? Nein, kein Zeitdruck. Gut, das lässt sich jetzt nicht mehr toppen. Hans-Jürgen Buchner, ganz herzlichen Dank. Danke und, auch. War sehr interessant und wir werden dann natürlich Ihre CD bei uns vorstellen, wenn sie da rauskommt. Wenn es soweit ist, dann melde ich mich bei. Super, danke. Gut. Jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar, wenn Sie gern wissen wollt, wo diese wunderbaren Aufnahmen mit den schönen Instrumenten gemacht worden sind, nämlich im Deutschen Museum. Und wir gingen her noch in die Ausstellung Uli, geh her, geh schnell her. Geh halt schnell her. Jetzt geh halt schnell her. Dreh dich um.
und sagt dort, weit Uli, die weiß immer, wie das Wort heißt, Anthropozän, und ich vergiss das immer. Anthropozän. Weil, genau. Wie der Mensch die Erde verändert. Das ist der Hegel Wolfgang, Doktor, Professor, und der hat uns das heute ermöglicht, dass wir im Deutschen Museum diese wunderbaren Instrumente zeigen, wo ich auch spielen habe können drauf. Und ich möchte euch noch eins sagen, Wolfgang, geh du wieder weg. Am 5. Juli, am Sonntag, den 5. Juli, spielen wir Heindling im Tollwood Festival. Und ich darf mich freuen, wenn es alle kommen darf, weil es wird wieder mal, mehr sage ich nicht. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen.